Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Okay, wir waren jetzt in Jubelstadt, also wir sind jetzt in Jubelstadt und... Ausrufezeichen. Oh, 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 du nennst dich ein Pokémon-Trainer und besitzt keinen Poké-Tag. Das ist so etwas wie eine Pokémon-Armatur. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Poké-Tag gefunden. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist drei Clowns zu finden. Ja, okay, ich muss Fragen beantworten. Bestimmt. Ja. Was ist denn das für eine... Hi, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber hast du nicht Interesse an einer Gruppe? Ja. Gruppe bilden. Die... Abo-Gruppe. Abonniert mich. Ich weiß. Ja, yeah, danke. Hey. Die Clowns sind hier grün. Okay. Ja. Yep. Bam. Ja, ein Pokémon kann ein Atem halten. Okay, ich weiß jetzt ungefähr noch, wo ein anderer Clown ist, aber... Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht genau, wo die Clowns sind. Ja. Das sind alles ganz leichte Fragen, da kann man gar nicht falsch liegen. Außer man kennt sich überhaupt nicht aus. Warum läufst du so langsam? Sehen die alle so blond aus? Egal. Hey, wen haben wir denn da? Ja. Ja. Okay. Ja. Dann haben wir jetzt hier alle drei Coupons. Yay. Hurra. Stimmt die Uhrzeit? Ja, die stimmt sogar. Bin gerade aufgestanden. Wir brauchen hier keine Uhr. Uhaha. Okay, wir lassen die Uhr. Die kann sogar leuchten. Was hatten wir jetzt vor? Ah, wir gehen nach Erzählingen zum allerersten Orden. Nein, wen haben wir denn da? Mein alter Rivale. Schlechter Start. Okay, meine Verteidigung sinkt ein bisschen ab. Belubber. So wenig? Tja. Komm, ein, zweimal noch. Oh Mann. Wo hat der Magby her? War wieder typisch. Das auch. Er zieht ja Pfund fast besser mehr ab als Blubber. Außer natürlich, wenn es ein Volltreffer ist. Komm. Okay, habt ihr euch schön brüderlich geteilt. Oh. Ja, ja, gut. Ja, ja, das möchte ich. Hm?
Das ist nicht mal sehr effektiv. Das nenne ich auch sehr effektiv. Oder einfach nur ein Volltreffer. Das auch. Okay, komm. Level 12. Sehr schön. Ich habe noch ein Pflanzen-Pokémon, das ich mit Panflam besiegen kann. Der Kampf müsste schnell vorbei sein. Oh Mann. Ich glaube, es hat noch mehr Typ als nur Pflanze. Ich glaube, das ist noch Wasser oder so ähnlich. Aber wenigstens ist das Glück auf unserer Seite. Außer ich werde jetzt vergiftet. Damit kann ich leben. Ja. Das wird eng. Komm, Level 15. Okay, ihr könnt zusehen, wie sich Panflam entwickelt. Verhöhner, ja. Was ist nun passiert? Ich hab weggedrückt. Ich hab verloren. Nein. Okay, schauen wir ihm zu, wie es sich entwickelt. Sehr gut. Was? Ich hab verloren. Wie meinst du das? Das war's dann wohl. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste sein, den die Welt je gesehen hat. Das weißt du ganz genau. Als erstes nehme ich mir die Arena-Leiter von Erzählingen vor. Aber davor muss ich erstmal richtig fleißig trainieren. Was? Warum Lieblings-Pokémon? Die rät einen zu falschen Sachen. Das Lieblings-Pokémon muss ja nicht heißen, dass es sofort trainiert werden muss, ganz schnell. Sehr gut. Nochmal. Ich bin an das auf Schnelldrücken von Pokémon Smaragd gewöhnt, deswegen langweile ich mich jetzt beim Kampf, weil das in dieser Kampf hätte nur 5 Sekunden dauern können. Okay. Ja, Plinfer los. Das scheint dunkler zu sein. Es liegt bestimmt daran, dass es männlich ist. Komm. Oh Mann, diese Parts ziehen sich, merke ich schon. Verdammt. Out, deine Pokémon.
Ja, genau, falsche Taste. Tausch mit Plinf. Komm, ein bisschen Training. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Was gibt's denn da Schönes? Ein Pokéball. Ja, ein Pokéball, aber das bringt mir nicht viel, weil ich ziemlich viele Pokébälle brauche für irgendein... Mein Shinox ist immer in meiner Nähe. Wir haben eine enge Bindung. Okay. Ich würde sagen, der Blubber würde sehr viel ausmachen. Okay, wen trainiere ich jetzt? Ach komm, lass mir erstmal Plinfa den Alleingang machen. Was? Los, jetzt brauchst du einen Volltreffer. Oder das. Oh, ich habe den Detlef besiegt. Was tauchen da für mich auf? Oh, das sagt doch, das hätte das keine Augen. Das sieht so aus, als hätte es durchsichtige Augen. Das ist ja mal creepy. Snubbull. Oh, schon 11.38 Uhr. Ich würde sagen, wir haben heute sehr viel geschafft. Wir haben heute gegen ein paar Trainer gekämpft, haben uns den Pokétech geholt und wir haben auch gegen unseren Rivalen gewonnen. Das ist doch ein produktiver Tag. Deshalb würde ich mal sagen, komm, stellen wir uns zwischen die Gamer. Hahaha, jetzt seht ihr euch nicht mehr. Ich bin so ein böser Junge. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao, ciao.